Beinahe jeder kennt die großen Lkw-Hersteller wie MAN, Scania, Volvo oder Daimler. Viel weniger bekannt sind jene kleinen Unternehmen, die dafür sorgen, dass deren Lastwagen Produkte aller Art, von Hackschnitzeln über sonstige Schüttgüter bis hin zu Baustoffen sowie Rund- und Schnittholz transportieren können. Ebenso fallen Systeme zur Be- und Entladung derartiger Laster und Anhänger in den Kompetenzbereich dieser Werkstätten. Eine davon ist die Ernst Riedler Fahrzeugbau und Vertriebs GmbH in Oberweis in der Nähe von Gmunden. Dort macht Florian Zeilinger seine 3,5-jährige Lehre zum Fahrzeugbautechniker. Ich habe in der Werkstatt von meinem Vater schon als kleiner Bub gearbeitet und es hat mir früher schon getaugt, eben mit Metall zu arbeiten. Deswegen war ich dann beim Riedler schnuppern für 3 Tage und die Kollegen waren mir sympathisch. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich dort die Lehre anfange. Der 17-Jährige startet gerade ins 3. Lehrjahr. Derzeit unterstützt er das Team bei der Produktion der Lkw-Anhänger. Diese werden bei Riedler exakt nach Kundenwunsch konstruiert und der komplette Stahlbau im Hause gefertigt. Komponenten wie Achsen, Räder, Brems- und Lichtanlagen werden von unterschiedlichen Herstellern zugekauft und am Fahrzeug verbaut. Das Faszinierende ist einfach, dass du von Anfang an dabei bist, vom ersten Stück Plan, Lackieren bis zum fertigen Fahrzeug und dann siehst du das Fahrzeug auf der Straße herumfahren. Und das macht mich stolz. Bei der Produktion der Anhänger übernimmt Florian wichtige Schweißarbeiten. In den ersten beiden Lehrjahren wurde er mit der Handhabung von Werkzeugen und Maschinen vertraut gemacht. Dazu gehören etwa das Anreißen von Werkstücken sowie das Messen, Feilen, Sägen, Bohren, Stanzen, Schneiden, aber auch das Schweißen, Drehen, Fräsen, Schleifen, Abkanten und das Schneiden von Gewinden. Stets an Florians Seite sein Lehrlingsausbildner Patrick, der ihn bis zum Ende seiner Lehrzeit unterstützen wird. Ja, die Aufgaben des Lehrlings werden natürlich immer anspruchsvoller. Gegen Ende der Lehrzeit sind sie auch beim Montage von Kränen oder Hydraulikdächern, Bremsanlagen, Lichtanlagen, Pneumatik dabei. Auch die Lackierung wird bei Riedler komplett selbst gemacht. Da bei der Produktion immer auf die individuellen Wünsche des Fahrers eingegangen wird, ist jeder Aufbau und jeder Anhänger ein Einzelstück. Bei der Übergabe des fertigen Fahrzeuges ist die Freude deshalb immer besonders groß.